Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Auf der Suche, wer wird Kandidat bei den Pfarrgemeinderatswahlen? Auf dem Weihnachtsmarkt zwischen Bratwurststand und Christbaumschmuck stehen die Kirchentüren offen. Und auf Wiedersehen, die letzten Tage von Wilhelm Imkamp in seinem Amt als Wallfahrtsdirektor. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Vielleicht haben Sie in Ihrer Kirche auch schon die Vorschlagsboxen und Zettel für die Pfarrgemeinderatswahlen entdeckt. In 2 Monaten ist es soweit und jetzt läuft die heiße Phase der Kandidatensuche. Anders als bei politischen Wahlen dürfen schon Katholiken ab 16 Jahren kandidieren. Der Pfarrgemeinderat ist nicht einfach nur ein Gremium. Es sind Menschen, die sich ehrenamtlich für ihre Pfarrei engagieren und Dinge zum Laufen bringen. Solche Leute zu finden wird immer schwieriger. Wir wollten wissen, wie die Kandidatensuche im Bistum Augsburg so läuft und waren unter anderem in der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren. Während manch andere PG noch auf der Suche nach geeigneten Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl im Februar ist, sitzen hier schon einige beisammen. Sich kennenlernen, Erfahrungen austauschen, darum geht es an diesem Abend. Und ob nun Wiederholungstäter oder Neuling, sie alle haben sich ganz bewusst für eine Kandidatur entschieden. Gemeindeleben funktioniert nur, wenn Leute da sind, die etwas machen. Und ich denke, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, auch beruflich bedingt, denke ich, bin ich im Pfarrgemeinderat ganz gut aufgehoben und kann dort einiges bewerkstelligen. Den Glauben habe ich selbst schon erfahren dürfen als Quelle der Kraft und der Hoffnung, der Zuversicht und auch des Trostes. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen diese Erfahrung mit mir teilen können. Ja, so versuche ich Brücken zu bauen, gerade auch denjenigen, die vielleicht noch auf der Suche sind. Man kann sich vielfach einsetzen, man kann auch karitative Aufgaben übernehmen, auch als Kommunionhelfer im Krankenbesuchsdienst, mit Senioren arbeiten. Das gibt ganz viel Dankbarkeit zurück. Ich wurde damals offen aufgenommen in der Pfarrei und das möchte ich gern weitergeben. Und für mich ist auch wichtig, dass die Lebendigkeit und Vielfalt erhalten bleibt. Und da möchte ich so viel Kraft investieren, wie es geht. Und ich hoffe, dass sich immer wieder Mitstreiter finden. Gläubige mit unterschiedlichem Background, Interessen und Fähigkeiten. Für Pfarrer Bernhard Waldner eine ideale Zusammenstellung. Denn genau diese Vielfalt kann die Arbeit im Pfarrgemeinderat auch so spannend und fruchtbar werden lassen. Die Leute in einer Gemeinde sind sehr unterschiedlich und sind auch sehr vielfältig. Und von daher ist es gut, wenn auch in einem Pfarrgemeinderat ganz unterschiedliche Leute sitzen, von deren beruflicher Profession, von deren Alter, von deren Talenten und Sichtweisen für die Kirche, sodass auch die verschiedenen Perspektiven auch in einem Pfarrgemeinderat dann auch mit reinkommen. Unterstützung für die Pfarrgemeinderatswahl erhalten die Pfarreien vom Diözesanrat. Seit Jahresbeginn war Beate Dieterle mit dem organisatorischen Vorlauf beschäftigt. Im August wurden dann alle Unterlagen versandt. Wahlplakate, Kandidatenbox, Werbeflyer. Auch auf der Homepage des Diözesanrats gibt es jede Menge Infos. Und bei individuellen oder schwierigen Fragen gibt Beate Dieterle telefonisch Auskunft. Schließlich muss je nach Pfarreigröße eine bestimmte Anzahl Kandidaten gefunden werden. Nach dieser Festlegung haben einige schon sehr viel mehr Kandidaten, als sie brauchen. Und es gibt wiederum einige, die sagen, das ist so mühsam, die Kandidatensuche. Und bei uns hören alle auf und ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Also wir haben jetzt schon Rückmeldungen, wir können nicht wählen. Was natürlich bei mir dazu führt, dass ich sage, also jetzt, sie haben bis Mitte, Ende Januar Zeit, Kandidaten zu suchen, je nachdem, wann sie angefangen haben. Geben Sie doch nicht jetzt einfach schon auf. Wichtig ist es dann auch, die Wähler zu mobilisieren. Die Briefwahl kann dabei enorm helfen. Bei einer ganz normalen Wahl mit Wahllokal, wie sie üblicherweise durchgeführt wurde, war die Briefwahl schon immer möglich. Die ist auch jetzt wieder möglich. Man muss sich bei der Pfarrei melden, am besten im Sekretariat, und dort fragen, wo man die Briefwahlunterlagen erhält. Meistens kriegt man sie gleich mit. Man ruft an, kann sie sich auch zusenden lassen und lässt sie dann entsprechend der Pfarrei wieder zukommen. Die geben das dem Wahlausschuss weiter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, andere Diözesen machen das schon länger, auch ganz allgemein für ihre ganze Diözese, für die Pfarrei eine allgemeine Briefwahl zu machen. Das heißt, alle Wahlberechtigten, ob die nun
überhaupt noch Kontakt zu ihrer Pfarrei haben oder ob sie besonders aktiv sind, erhalten Briefwahlunterlagen automatisch ins Haus. Bei der letzten Wahl wurden in den betreffenden Pfarreien Wahlbeteiligungen von mehr als 50% erreicht. Diesmal lassen sich rund 20 Pfarreien auf das Experiment Allgemeine Briefwahl ein. Alle anderen, und dazu gehören auch die 7 Teilpfarreien der PG Kaufbeuren, werden ganz konventionell Wahlwerbung machen müssen. Und vielleicht haben diese 4 Kandidaten dann ja die Chance, als Mitglied in ihrem jeweiligen Pfarrgemeinderat das Glaubensleben vor Ort aktiv mitzugestalten. Wir bleiben noch in Kaufbeuren, kommen aber zu einem ganz anderen Thema. Viele haben ja das Gefühl, der Advent fliegt nur so an einem vorbei. Die Zeit drängt. Geschenke besorgen, dekorieren, backen, putzen, Weihnachtsfeiern. Doch gerade die vorweihnachtliche Zeit sollte auch einmal zu etwas Besinnung einladen. Und genau dort setzt ein Projekt in Kaufbeuren an. Denn neben einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt und dem mit 8 Metern Durchmesser größten echten Adventskranz der Welt gibt es dort seit einigen Jahren die Initiative Folge dem Stern. Was das ist, verraten wir Ihnen jetzt. Die letzten Weihnachtsgeschenke kaufen, nette Gespräche führen oder einfach die Atmosphäre genießen. Der Besuch eines Weihnachtsmarktes wie hier in Kaufbeuren zieht viele Menschen an. Unter der Trägerschaft der Pfarrei St. Martin gibt es hier seit 5 Jahren ein zusätzliches Angebot. Bei Folge dem Stern werden die Menschen direkt aus dem Markttreiben heraus eingeladen, einmal kurz in die Kirche hineinzugehen. Die Adventszeit ist ja eine ganz besondere Zeit im Laufe des Jahres. Natürlich staut sich auch viel zusammen im beruflichen Alltag, im Kontext von Schule, von Studium ist es oft eine sehr dichte Zeit, eine sehr dicht gefüllte Zeit. Und viele Leute suchen aber auch noch einmal was Tieferes und schätzen es sehr, wenn jetzt begleitend zum Adventmarkt hier in Kaufbeuren, Weihnachtsmarkt hier in Kaufbeuren, bewusst die Türen der Kirchen offen sind. Und diese offenen Türen laden ein, einmal zur Ruhe zu kommen, einmal einen Gang runterzuschalten. Und genau diese Sehnsucht kennen ganz, ganz viele Menschen. Einmal ein paar Minuten durchschnaufen. Bei dieser Sehnsucht setzt Folge der Stern an. An den ersten 3 Adventswochenenden öffnet das ökumenische Projekt freitags und samstags die Pforten der evangelischen und der katholischen Kirche. Angesprochen fühlen sollen sich alle Menschen, egal welcher Konfession, ob jung oder alt. Zum einen möchten wir die Kirche einfach offen lassen als Raum der Stille und dort die Kirche so gestalten, dass Menschen, auch die vielleicht schon lange nicht mehr in einer Kirche waren, für die das ganz leicht ist und möglich ist, auch in die Kirche reinzukommen und die stille und ruhige Atmosphäre hier zu genießen. In der stimmungsvollen Kirche und nur mit leiser Hintergrundmusik können die Menschen also inmitten des Weihnachtstrubels kurz innehalten. Darüber hinaus gibt es an den Adventssamstagen in der Martinskirche das Angebot, sich persönlich segnen zu lassen. Ich glaube, darin steckt etwas ganz was Besonderes. Gott wendet sich uns Menschen zu. Das ist so die Kernbotschaft, die uns begleitet durch den Advent. Und an Weihnachten dürfen wir feiern, dass er uns sich sogar zuwenden, indem er selber Mensch wird. Und diese Zuwendung Gottes, die wird im Segen direkt einem Menschen zugesprochen. Gott segnet dich, weil er dich liebt. Um die Fürsprache Gottes können die Menschen bei Folge dem Stern auch mit ihren Herzenswünschen bitten. Wer mag, schreibt sein Anliegen auf eine Karte und legt sie in die Krippe. Die Schwestern des Kreszentia-Klosters werden anschließend dafür beten. Alles in allem eine Aktion, die den Menschen rund um Kaufbeuren zusagt. Dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen besinnt und vielleicht auch mal ein bisschen für sich selber, dass man sich selber zur Ruhe kommt in der ganzen Hektik. Weil es auch einfach schön ist, weil man da auch quasi seinen Herzenwunsch auch aufschreiben kann und weil man auch mal kurz zur Ruhe finden kann. Aber ich denke, wenn man zur Ruhe kommen will, ist das hier ein guter Ort dafür. Ja. Ruhe und Stille, Besinnung, Stimmung. Positive Rückmeldungen für ein Projekt, das gestützt durch viele Ehrenamtliche auch im 5. Jahr neue Wege einschlagen möchte. Und doch soll auch die Kernbotschaft in die Köpfe der Menschen zurückgeholt werden. Die Besinnung auf den Advent, der ursprünglich eine stille Zeit war, eine Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.
Ich glaube schon, dass das Warten nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen schwerfällt. Mir auch im Übrigen. Und das sind wir auch nicht gewohnt. Wir sind gewohnt in unserer Gesellschaft, dass wir alles schnell bekommen. Und deswegen ist diese Wartezeit des Advents, die kommt sehr quer zu unserer sonstigen Gesellschaft und zu unserem Leben auch. Und ja, ich finde es aber gar nicht so schlimm, wenn jetzt man schon ein Christstollen isst oder so im Advent. Ich find schon, dass da trotzdem auch noch ein Bewusstsein da ist, dass es eine besondere Zeit ist. Den Advent bewusster wahrnehmen, Projekte wie Folge dem Stern in Kaufbeuren können dabei eine kleine Hilfestellung leisten, eben angepasst an unsere heutige Zeit. Und ein bisschen vorweihnachtlicher Stress gehört doch auch einfach mit dazu. Die Nachrichten der vergangenen Woche haben wir jetzt für Sie in der Zusammenfassung. Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat bittet auch in diesem Jahr wieder um eine Spende in den Weihnachtsgottesdiensten. Faire Arbeit, würdevoller Umgang und Hilfe zur Selbsthilfe, das sind nur drei Themen von vielen, die bei der diesjährigen Adveniat-Aktion im Fokus stehen. Mit der Kollekte an Weihnachten will das katholische Hilfswerk Adveniat vor allem die Arbeitsbedingungen der Menschen in Lateinamerika und der Karibik verbessern. Dafür müssen die Probleme an der Wurzel angepackt werden. Je mehr Gerechtigkeit an die Basis kommt, dort, wo Menschen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, desto mehr Gerechtigkeit kann sie dann auch weiter fortsetzen. Aber wo die Wurzel nicht gesund ist, wo an der Wurzel das Übel nicht bekämpft wird, da werden wir dem Übel in der Welt nie begegnen. Und das müssen wir. Adveniat ist eine Aktion, die sie einsetzt für Frieden und Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit und Frieden gehören untrennbar zusammen. In Lateinamerika wird vielen Menschen menschenwürdiges Leben und Arbeiten verwehrt. Aktionsgast Orlando Machado aus Venezuela weiß davon zu erzählen. Einst Lastenträger auf einem Großmarkt, heute Vertreter der christlichen Arbeiterjungen. Dort setzt er sich dafür ein, dass arbeitende Kinder und Jugendliche eine neue Perspektive erhalten. Die Adveniat-Kollekte für Lateinamerika findet am 24. und 25. Dezember in den Weihnachtsgottesdiensten in ganz Deutschland statt. Die Kirche geht konsequent den Weg in die digitale Welt. Nach der Einführung der Bibel als E-Book in diesem Sommer liegt jetzt die revidierte Einheitsübersetzung auch als kostenlose App für alle gängigen Betriebssysteme vor. Damit kann der Text der Heiligen Schrift auch auf dem Tablet oder dem Smartphone abgerufen werden. Außerdem können einzelne Bibelstellen auch per Sprachbefehl gesucht werden. Die neue Bibel-App ist im Google Play Store bzw. bei iTunes erhältlich. Die CAB Caritas Augsburg und das Netzwerk Leichte Sprache haben ein bundesweites Pilotprojekt vorgestellt. Es geht darum, eine Berufsausbildung zur Fachkraft Leichte Sprache zu entwickeln. Leichte Sprache wird immer mehr Gesellschaftsthema. Also es geht raus aus dem Nischenbereich Behinderung, sondern viele Menschen in unserer Gesellschaft spüren, dass das Thema Sprache ein ganz wichtiges ist, dass es da viele Barrieren gibt, die die Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Und mittlerweile gibt es auch Gesetzesgrundlagen für die leichte Sprache und somit drängt das Thema in die Gesellschaft, in die Politik eigentlich überall. Das Pilotprojekt ist auf 4 Jahre angelegt. Im Jahr 2021 soll dann eine allgemeine Handreichung zur Fachkraftausbildung vorliegen. Von den Kosten von über 2,8 Millionen Euro übernimmt der Bund etwa 2,6 Millionen. Wir wollen, dass Menschen, ein Personenkreis, der bisher so ein bisschen vernachlässigt worden ist im Arbeitsleben, nämlich der Personenkreis Menschen mit Lernschwierigkeiten, auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wahrgenommen wird und dort auch eine sinnvolle Tätigkeit leisten können. Schon im Jahr 2013 hatte das Netzwerk Leichte Sprache die Idee, die Berufsausbildung zu entwickeln. Die CAB Caritas als Träger und Partner hat ebenfalls langjährige Erfahrungen in der Übersetzungsarbeit und Prüfung von leichter Sprache. Eine Reise zu unbekannten Klöstern in Österreich oder doch lieber zu klassischen Zielen wie Lourdes oder Fatima?
Die Diözesan-Pilgerstelle des Bistums hat jetzt das Programm für das Jahr 2018 mit teils neuen, teils bekannten Zielen herausgegeben. Pilgerreisen sind die eigentlichen Weltreisen, denn sie bringen uns in Berührung mit der Welt Gottes, so Pfarrer Ulrich Lindl, Leiter der Diözesan-Pilgerstelle. Der Katalog mit allen Reisezielen im kommenden Jahr, die mit geistlichen Begleitern des Bistums stattfinden, ist direkt bei der Pilgerstelle oder per E-Mail unter pilgerstelle@bistum-augsburg.de erhältlich. Das waren die Nachrichten im Überblick. Wir kümmern uns gleich um das Thema Weihnachtsschmuck. Woher kommt der Brauch mit den Christbaumkugeln eigentlich? Und außerdem geht es ums Abschiednehmen, aber nicht ganz so traurig, wie Sie jetzt vielleicht denken. Bis gleich. All-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. All-in.de. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. All-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. All-in.de. Alle Jahre wieder stellt sich diese Frage: Wie wird der Christbaum in diesem Jahr aussehen? Sollen es wieder die Kugeln aus dem vergangenen Jahr sein oder vielleicht doch einmal etwas ganz anderes? Und überhaupt, was haben Glaskugeln, Strohsterne und Lichterketten eigentlich mit Weihnachten zu tun? In diesem Jahr blinkt und glitzert es an Weihnachten wohl noch ein bisschen mehr als sonst. Denn auch der Christbaumschmuck ist gewissen Trends unterworfen. In ist, was gefällt. Ob nun klassisch in Rot und Grün oder ziemlich ausgefallen. Der wird immer bunt geschmückt. Schon als ich klein war, ist der bunt geschmückt worden und so wird es dieses Jahr auch wieder. Immer die Tradition, rote Kugeln und ein paar so Kleinigkeiten ran und immer rote Kerzen, immer das Gleiche. Alle Jahr derselbe Schmuck, goldfarbene Kugeln, Vögeler und was alles ist und Kerzen drauf und goldene Kette kommt auch wie alle Jahr, alles in Goldton. Wie immer mit Nüssen und mit Kugeln und mit Kerzen, Naturkerzen. Weitaus schlichter als in den Wohnzimmern geht es in den Gotteshäusern zu. Hier soll der Blick auf das Wesentliche nicht durch bunten oder gar kitschigen Behang versperrt werden. Das saftige Tannengrün steht für Aufbruch, das Licht für ewiges Leben, die Sterne symbolisieren den Stern von Bethlehem. Aus Überlieferungen wissen wir, dass der Weihnachtsbaum lange Zeit nicht nur einen symbolischen, sondern auch einen recht praktischen Zweck hatte. Was also zu Weihnachten vielleicht früh gehört hat, gibt es Hinweise auf Zusammenhänge mit diesem Brauch in Zünften, dass es auch ein Gabenbringer war, der Baum. Also
war Zuckerwerk, Lebkuchen, früher vielleicht auch noch andere Dinge, also die etwas Besonderes dargestellt haben, waren da. Und das hat man dann auch also mit Freuden genossen. Also der Weihnachtsbaum auch als Gartenbringer. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde schließlich Baumschmuck aus Glas hergestellt. Die Tanne also immer bunter und ausgefallener. Nicht nur Glaskugeln, Vögeln, alle möglichen Dinge, die man aus in der Glasbläserei herstellen konnte. Und die haben dann den Christbaum geschmückt bis zum Lametta, das ursprünglich aus dünnen Drähten bestand, also leonische Drähte im Nürnberger Raum, die dann plattgewalzt worden sind. Und da kommt dann der bunte Christbaum auch mit Kerzen versehen. Und heute, über ein Jahrhundert später, sind die Christbäume so vielfältig wie die Geschmäcker der Menschen. Dabei ist es doch völlig gleich, ob schlicht oder üppig, solange der Baum mehr ist als ein reines Dekoobjekt. Wichtig ist allein der Sinn, der dahinter steckt. So steht der geschmückte Weihnachtsbaum doch für das Fest der Geburt Jesu Christi. Am Silvesterabend wird er seine letzte Messe in Maria-Vesperbild halten. Dann ist Feierabend. Wallfahrtsdirektor Wilhelm Imkamp verabschiedet sich in den Ruhestand. Fast 30 Jahre lang hat er den mittelschwäbischen Wallfahrtsort geprägt und zu einer überregionalen Marke gemacht. Wie sieht seine Bilanz aus? Zum Abschied hat Ulrich Bobinger mit ihm gesprochen. Prälat Dr. Imkamp, es sind jetzt gerade noch 2 Wochen hin, bis Sie an Silvester hier Ihre letzte heilige Messe feiern werden. Sind Sie eigentlich noch so gefangen im Alltagsgeschäft, weil es ist ja mal viel zu tun, oder ist Ihnen schon so klar, dass Sie als Wallfahrtsdirektor jetzt auf der Zielgeraden sind? Natürlich ist mir das klar und hoffen wir, dass es eine Gerade ist, die tatsächlich ein Ziel am Ende hat. Aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, ist natürlich der Alltagsstress unverändert. Wir müssen unsere Weihnachtssendungen vorbereiten, wir müssen die rausschicken. Es stehen die Predigten an. Also es ist jede Menge zu tun und das ist vielleicht auch gut so, dass man nicht allzu viel nachdenkt. Und ich denke aber, wir werden das schaffen, ja. Eins Ihrer Markenzeichen, glaube ich, das kann man sagen, ist ja gewesen, dass Sie an Maria Himmelfahrt immer große Namen hergebracht haben. Prominente Bischöfe oder Kardinäle, also die Weltkirche in die Provinz gebracht haben und damit gezeigt haben, dass diese Provinz auch zur Weltkirche gehört. Ist diese Verbindung, kann man sagen, ist das so ein bisschen ein Imkampfsches Wasserzeichen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass also auch weiterhin Bischöfe und Kardinäle den Weg hierhin finden werden, denn es geht ja um einen Besuch bei der Gottesmutter und um eine Feier der Gottesmutter. Und da sind auch Kardinäle und Bischöfe aus anderen Ländern durchaus gefragt. Und es ist auch durchaus sinnvoll für sie, wenn sie die schwäbische Volksfrömmigkeit sehen. Mitten in Deutschland pulsierendes Frömmigkeitsleben auf dem flachen Land. Das hat was. Das ist eine Bestärkung und Bestätigung auch für so manchen Hierarchen. Ihre Devise ist ja immer gewesen, wenn ich das mit meinen Worten mal sagen darf, Kirche muss wahrgenommen werden und damit Kirche wahrgenommen wird, darf man auch durchaus mal provozieren. An diese klaren Worte, die wir oft von Ihnen gehört haben, also immer so marketingtechnisches Kalkül oder einfach auch mal die Lust an einer gescheiten verbalen Rauferei? Ich glaube beides zuerst einmal nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus Christus ein Provokateur war. 2/3 der Aussagen, die uns von Jesus überliefert sind, sind Provokationen und als Provokateur ist er ja auch hingerichtet worden. Und das Urchristentum, die ersten Christen, sie waren für ihre Umgebung eine Provokation. Und es stimmt, dass meines Erachtens stimmt es, dass wir heute in der Verkündigung so große Schwierigkeiten haben, weil wir nicht mehr gehört werden. Und wir werden nicht mehr gehört, weil wir keinen Mut mehr haben, unerhört zu sein. Besser unerhört als nicht gehört. Wir müssen den Mut haben, die christliche Botschaft zu verkünden, auch in den Punkten, von denen wir wissen, dass sie heute, sagen wir mal, von einigen Menschen oder vielleicht sogar von einer Mehrheit nicht geschätzt wird. Ich kenne einige Leute, die sagen, am Sonntag, da gehe ich zum Imkamp. Sie sagen gar nicht mal so sehr, ich gehe nach Vesperbild. Glauben Sie, dass die Marke Maria Vesperbild leiden wird, wenn die Marke Wilhelm Imkamp nicht mehr dazugehört? Ich hoffe nicht. Denn
Eigentlich sollte es egal sein, welcher Priester zelebriert, welcher predigt. Ich weiß, dass es das nicht ist, aber ich habe mich bemüht, immer darauf hinzuweisen, es kommt nicht auf die Person an, es kommt auf das Amt an. Hinter der Person, die Person soll hinter dem Amt zurücktreten. Und ich glaube, dass die Nachfolge ist in sehr guten Händen. Ich glaube, das wird auch von den Gläubigen so gesehen werden und der Unterschied wird sich nicht bemerkbar machen in einem Abflauen des Besuches, das glaube ich nicht. Sie waren fast 30 Jahre lang hier. Wenn Sie Maria Vesperbild vor Augen haben, 1988, und vergleichen mit Maria Vesperbild heute, was sind so die größten Änderungen damals heute? Ja, da sind natürlich die Baumaßnahmen, Pilgerhaus, Priesterhaus, Platzgestaltung. Wir haben in den letzten 30 Jahren mit Hilfe der Diözese natürlich und der Finanzkammer es geschafft, diese Wallfahrt strukturell zukunftsfähig zu machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben den Generationswechsel, vielleicht sogar einen doppelten Generationswechsel, hier meistern können. Wenn ich das Publikum sehe, das also vor 30 Jahren hier war, da sind nicht mehr viele von da. Wir haben neue und jüngere Leute, auch junge Familien, die zu uns kommen, sodass wir einen sehr positiven Altersdurchschnitt haben. Weder nur Senioren noch nur Jugend, sondern es ist alles in einer sehr wohltuenden Mischung. Und das entspricht ja auch dem Gottesvolk. Das Gottesvolk besteht ja nicht nur aus einer Altersgehorte, sondern immer aus mehreren. Und das ist hier auch genauso abgebildet. Nach dem 31. Dezember 2017, was wird Ihnen fehlen? Mir wird fehlen, ich will jetzt nicht sagen die Gottesmutter, denn die geht ja mit. Die bleibt hier und sie geht mit. Aber die Zelebration unter dem Gnadenbild, unter dem Finger, die wird mir fehlen. Der Finger der Leiche Jesu, der auf den Altar deutet, auf den Priester deutet, also unter dem Finger Christi zu zelebrieren, das hat schon was. Dann wird mir sicherlich fehlen die Begegnung mit vielen Menschen. Und ganz banal wird mir sicherlich auch ein Sekretariat fehlen. Und nach dem 31.12.2017, worauf freuen Sie sich? Ich freue mich und hoffe, dass das auch eintritt, dass der Termindruck nicht mehr so groß ist und dass ich etwas durchlaufen kann. Aber ich fürchte, das wird dauern, erst wenn alles an Ort und Stelle eingeräumt ist. Ich glaube, dann erst kann man richtig durchschnaufen. Aber ich habe fest vor, also auch etwas mehr für meine Gesundheit zu tun. Aber wir werden sehen, die guten Vorsätze halten ja häufig nicht sehr lange und bei mir ist die Verfallsdauer besonders kurz. Herr Wallfahrtsdirektor, vielen Dank für heute und nicht nur für heute. In Maria Vesperbild geht eine Ära zu Ende. Und deswegen haben wir für Sie noch ein paar Eindrücke aus den vergangenen Jahren vorbereitet. Ein Best of Imkamp sozusagen. Ein bisschen darf gleich auch geschmunzelt werden. An dieser Stelle sage ich auf Wiedersehen und schön, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Heiligen Abend wieder.